Frank Rosin muss handeln, denn alleine wird Mel das bevorstehende Testessen nicht meistern können. Ja, wer macht jetzt die Getränke, war die Frage. Dann hat der Frank gesagt, kannst du nicht? Ja, dann habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich das. Und weil er sagte auch, die Mel ist jetzt hier in der Küche, die muss jetzt hier was machen, ne? Also. Deiner Frau geht's nicht so gut. Die Gläser wegräumen und die Leute fragen, was sie trinken wollen? Naja, was hast du denn? Nee, jetzt geht schon wieder und ich mache jetzt ja hier mal mein Besteck und... Ja, die ist völlig angeschlagen. Weil so ist sie eigentlich nicht. Das mit dem Zittern und so, das habe ich jetzt auch da erst gesehen. Von alledem ahnen die Testesser nichts. Sie bringen hohe Erwartungen mit. Ich hoffe, dass es ein gutes Essen gibt. Eine authentische griechische Küche vielleicht. Ja. Hereinspaziert in Mels Taverne. Und wie kommt das Ambiente an? Das ist schon ziemlich, ein bisschen verlebt, hätte ich fast gesagt. Die Stühle und alles, was man so an Mobiliar sieht, ist doch schon ziemlich abgenutzt und müsste mal doch renoviert oder ausgetauscht werden. Mehr so Kneipe als Restaurant, würde ich sagen. So, Fennis, du machst jetzt folgendermaßen. Gehst raus, stellst dir eine Pulle Wasser auf den Tisch, ja, und dann holst du ein paar Flaschen Wein raus, kalten Wein stellen und dann gibst du erstmal schön eine Runde Wein. Wein und Bier, sagst du. Ich frag mal, was. Ja, nicht, dass du gleich 20 verschiedene Getränke machen musst. Hast du einen Namen, meine Lieben? Okay? Wer will Bier, wer will Wein? Zack. Jetzt bin ich Kellner, Halleluja. Hennis springt ins kalte Wasser. Ja, gut, ich bin jetzt angeteilt worden. Scheiße. Was denn? Hat das noch nie gemacht, ne? Der Hennis hat das. Mein Mann hat das noch nie gemacht. Getränke heute mal zuständig. Ja. Der hilft mir hier nie, weil er ist ja immer mit meiner Tochter beschäftigt. Guck mal, wie süß der Mann. Der macht das jetzt wieder. Macht er das? Der hat das noch nie gemacht. Was hat der für ein Bein? Da muss sich der Kellner erst mal schlau machen. In kürzester Zeit schlüpft Hennis in seine neue Rolle und nimmt die Bestellungen der Gäste auf. Das bleibt auch dem Sternekoch nicht verborgen. Guck mal, wie tofft er das mit dem Wein macht. Ja, ich könnte ihn küssen. Ha, so süß ist der. Ob der gelernte Betriebsschlosser, der sonst die Tochter versorgt, die Buchhaltung und die anfallenden Reparaturen im Lokal übernimmt, nun regelmäßig kellnern möchte? Das ist jetzt nicht mein Job. Ne? Ich mach das jetzt hier so aushilfsweise. Boah, das krieg ich doch niemals da hingetragen. Hä? Krieg ich doch niemals da hingetragen. Dafür sieht's doch schon schwer professionell aus. Naja, der eine kriegt ein bisschen mehr. Ich denke, die Leute sind nicht verdurstet. Die Testesser sind nicht verdurstet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die haben wir. Wein war hier nicht, ne? Passt der italienische Tafelwein denn in die Taverne? Wenn ich zum Griechen gehe, würde ich schon gerne griechischen Wein trinken, weil wenn ich zum Italiener gehe, trinke ich ja auch italienischen Wein. Noch weitere Weinmeinungen? Also es gibt nur die eine Weinsorte, es gibt auch keinen Rotwein, es gibt nur den Pinot Grigio. Aber das schmeckt auch, ist für mich in Ordnung. Bevor die Gäste ihre Speisen wählen, serviert Mel einen Gruß aus der Küche. Bitte schön. Einmal nur Brot zum Probieren mit Tzatziki. Das ist eine ganz nette Aufmerksamkeit. Das Brot war warm, es war knusprig, das Tzatziki wirkte frisch. Also das war doch sehr angenehm, würde ich sagen. So, Brot packe ich noch rein. Ja? Und wenn Sie Hauptessen kriegen, dann kriegen Sie auch Besteck. Dann brauchen Sie nicht mit den Händen essen. So. Um die nervlich angeschlagene Mel zu entlasten, steht Frank Rosin mittlerweile am Spülbecken und macht den Abwasch. Das ist das wahre Leben. Das ist einfach, muss sein. So, alles sauber hier. Guck mal, soll mal einer sagen, ich kann nichts in der Küche. Hä? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also ich noch nicht. Die sind doch beide wirklich top in Ordnung. Aber von tun und lassen, keine Ahnung. Mal gucken, was da gibt. Welchen Eindruck hinterlassen derweil die Flyer bei den Testessern?
wenn ich in einem Restaurant bin, dann finde ich Flyer eigentlich nicht so gut. Ne? Weil da möchte man schon ein bisschen, sag ich mal, ja, ein bisschen gehobeneren Stil. Flyer ist mehr so Pommesbuden-Style, sag ich mal. Ne? Aber ein Schnitzel gehört da ja nicht drauf, ne? Ja, da steht auch normalerweise noch Currywurst drauf. Ist jetzt auch nicht so griechisch. Nee. Also normalerweise, ich sag mal, Gyros und solche Sachen, damit rechne ich. Aber mit Currywurst jetzt nicht unbedingt. So, jetzt wollte ich gerade mal den Bauch für euch anziehen, so ein bisschen, um Hallo sagen. Aber jetzt habe ich schon so viel Tzatziki gegessen da drin, jetzt platze ich leider aus allen Nähten. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön, dass ihr da seid. Hättet ihr nur die Männer zu Hause gelassen, ja, aber kennt ihr, ne? Ja. Wir sehen uns später, ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen gucken. Ich bin gespannt, was ihr nachher alles aufzuschreiben habt. Danke. In meine Kneipe. So, was hast du denn aus? Jetzt habe ich dir einfach geduzt, sorry. Ja, ich hätte gerne Gyros mit Axa und Käse. Ah, ja. Und für Sie, hallo. Sie geben sich sehr viel Mühe, das muss man schon sagen, und Sie sind sehr freundlich. Aber es ist schon ein bisschen chaotisch. Also auch wie die Reihenfolge der Getränke, nicht tischweise, sondern immer das, was gerade fertig ist. Und die Aufnahme des Essens jetzt genauso. Sie hat alles irgendwann zusammengezählt. Ja, also am Nebentisch haben die dieselben Gerichte bestellt wie wir, also hat das alles zusammengezählt. Und ob das hinterher noch weiß, an welchen Tischen irgendwas hinkommen soll, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir machen mal daraus viermal. Wie viermal? Nein, nicht, nein, nicht für dich. Nein. Ich habe viermal insgesamt für mich, weil wir haben schon mal zwei welche bestellt. Dann mache ich mich daraus mit vier. Gucken, wo die landen. Was wollen die haben? Die wollen 12er mit Taxateller. Das ist kleines Bifteki, Gyrosfleisch mit Taxasauce drüber, Pommes. 12-mal und dann. Ruhig, mach's jetzt einfach. Zweimal, ja, ich mach. Dann machst du 12 deine Pimmelchen da. Ja, mach ich jetzt, los. Ja. Aber ich muss noch einmal Brot reinmachen. Aber die Pfannen fehlen mir. Ich brauche, muss Pfannen haben. So viele Bifteki. Wie soll ich die denn braten? Ich muss improvisieren oder jemand muss mir noch eine Pfanne holen. Oder ich hole jetzt. Wie soll ich 13 Bifteki braten, wenn ich nur eine Pfanne habe? Das ist das, weil ich so kopflos bin manchmal. Dann nehme ich einfach einen Topf. Du musst mal ein bisschen nicht so hibbelig sein. Bitte? Nicht so hibbelig. Nimm mal einen Cola. War ich schon als Kind. Ich kann meine Naturell nicht ablegen, leider. Die gibt schon immer Gas, die ist immer unter Strom, die ist so wibbelig. Und deshalb ist sie auch so dünn, glaube ich. Die gibt immer Gummi und das sollte die vielleicht mal ein bisschen zurückfahren. Fürs Bifteki zunächst Schafskäse auf das Hackfleisch bräuseln. Muss immer ein bisschen mehr Käse rein. So, das sind ja nur die kleinen. Scheiße. Entschuldigung. Das ist eine Portion? Das ist für den Mittagsteller. Du, ich würde mal machen. Die Bestellung ist vor einer Viertelstunde reingekommen. Du hast einen Bifteki fertig, du brauchst 12. Und du hast nur eine Pfanne. Ach Gott. So, scheiße. Ich bin zu wibbelig, zu hektisch und ich hab keine Pfanne. Ich brauche jetzt einfach meine Pfanne. Wo ist meine Pfanne? Mel ist merklich überfordert. Die Koordination von 20 Essen wächst ihr über den Kopf. Aber da steht ja noch ein Sternekoch in der Küche. Lieber Frank, kannst du mir bitte helfen? Ja, kann ich. Gut. Frank Rosin geht Mel kurz zur Hand. Ich habe den Salamander angemacht und jetzt brate ich die an und dann lasse ich die da drunter gar ziehen. Während der Restaurantprofi das griechische Hacksteak im Gargerät parkt, rückt Mel ihren Gyrospieß mit dem Elektromesser zu Leibe. Hey, du hackst da ja drauf rum, ey. Ich hack da drauf rum? Ja. So kann ich da auch. Warum hack ich da drauf rum? Dünn. So. Dünn. Ist das nicht dünn? Nein. Aber es ist ja auch kein Döner. Mach weiter.
Die ersten Gyros-Portionen wandern auf die Teller. Zeit, die Pommes aus dem Frittierfett zu fischen. Nur wohin mit ihnen? Super im Topf. Scheiße. Mittlerweile warten die Gäste seit 50 Minuten auf ihr Essen. Okay, Hennes. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie das heißt. Metaxa-Teller. Metaxa-Teller, Hennes. Ich habe keine Ahnung, wer das will, aber ja, ne? Ruf doch einfach. Ja, mach ich auch. Ja, melden sich schon. Was soll ich denn rufen? Hallo? Was soll ich rufen? Hallo? Ich hab noch zwei Mittagsteller. Hier nicht. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Kann Mels Tavernenkost bei den Testessern punkten? Geht gar nicht. Was sagen die anderen Gäste? Kalt. Also das Fleisch ist komplett kalt. Es ist ja kalt. Und jetzt frage ich mich, wenn es frisch runtergeschnitten wäre vom Spieß, dann kann es ja nicht kalt sein. Also es ist normal. Wahrscheinlich tiefgefroren und nicht richtig aufgewärmt. Diese harte Kritik wandert ungebremst in die Küche zu Mel. Mel? Ja? Ist irgendwas nicht richtig warm? Da hat gerade einer gesagt, ob das tiefgefroren wäre oder nicht aufgewärmt. Nö, wir haben doch gar nichts Tiefgefrorenes, ne? Was haben wir denn? Einzig coole hier bin ich. Nein, ist doch gar nichts da. Ist doch nur hier dort. Ist doch heiß. Die Metaxa-Soße. Ja, die habe ich da gerade drauf gemacht. Oder dümpelte das hier lange vor sich hin? Nein, ne? Das Ding kann nichts, ne? Fahr das hoch, ja genau. Was ist denn kalt jetzt? Ich meine, der hätte die Metaxa. Aber Metaxa. Die dampft doch die ganze Zeit. Ja, die steht doch auf zwei. Für was habe ich die Pommes jetzt reingemacht? Für die Metaxa. Für die vier Metaxa dann nochmal. Und dann kommt Metaxa überbacken. Ja, das kannst du schon mal machen. Die kann ich schon machen. Du kannst alles raushauen. Mache ich das jetzt auch. Kann ich was bringen? Nee, ich mache jetzt erstmal die zwei überbackenen. In der Küche regiert das pure Chaos. Während manche Gäste schon mit Essen versorgt sind, warten andere noch sehnsüchtig. Auf das Essen warten wir schon circa anderthalb Stunden. Ne, gefüllte Stunden, bestimmt. Das ist nicht normal. Also ich bin auch gespannt, wie lange wir da jetzt noch drauf warten müssen. Und ob unseres auch kalt kommt. Also ich finde, das geht gar nicht. Überzeugt denn das überbackene Gyros? Also es schwimmt in Soße. Aber die Soße schmeckt nach nichts. Wenn die wenigstens irgendwie ein bisschen Salz oder ein bisschen Pfeffer. Und das Fleisch, finde ich, ist so ein bisschen knorpelig. Die Kritik reißt nicht ab. Also jetzt eine halbe Stunde später kommt der Salat. Der schmeckt aus dem Eimer, aber wir haben alle Hunger. Und er ist lecker als das. Jetzt ist der Sternekoch an der Reihe. So, ich geh mal eben probieren, ne? Wie fällt der Geschmackstest des Profis aus? So, hier mit Krautsalat, Pommes, Biftiki, Gyros und Metaxa-Soße. Der Krautsalat ist gekauft. Biftiki. Sehr knoblauchlastig. Das Gyros. Taxa-Soße. Bisschen trocken. Das Einzige, was ein bisschen schmeckt, ist das hier. Aber summa summarum ist das Schrott. Schrott. Nicht mehr und nicht weniger. Doch eine Testesserin hat noch weniger als das. Ich warte dann jetzt dann auf meine Bestellung so zweieinhalb Stunden. Ich warte schon auf mein Essen, also ich bin jetzt die Letzte noch. Ach so? Da wartet noch jemand auf Futter? Waren doch alle raus. Was fehlt denn noch? Sie steht da noch und sagt, sie wartet noch auf Essen. Frag mal, was sie denn noch bekommt. Was war das denn? Bifteki war das. Dann war das Bifteki, ja. Ja, mach warm den. Kann ich das noch? Das ist doch frisch gemacht, ne? Hast du noch nichts zu essen? Nee. Hast du noch 20 Minuten? Okay, dann warte. Tut mir leid.
Mittlerweile wandern die ersten Teller zurück in die Küche. Kaum angetastet. Ein vernichtendes Urteil. Ja, also das, was ich gesehen habe, was zurückgekommen ist, schlecht. Es sind ja volle Teller zurückgekommen. Ne? Also nicht gut.